Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich zeige euch heute, wie man so eine schöne Rose hier selber machen kann aus Papier. Und die kann man natürlich schön zum Spielen nehmen, vielleicht als Barbie-Rose oder für eine Puppe oder einfach um zu dekorieren. Und wenn ihr den nachmachen wollt, dann bleibt jetzt einfach dran. Um die Rose nachzumachen, braucht ihr ein Holzstäbchen. Das ist bei mir jetzt hier ein halber Schaschlikspieß, aber man kann auch zum Beispiel einen Zahnstocher nehmen, dann ist die einfach nur etwas kleiner, die Rose. Dann braucht ihr ein kleines Gummiband, das ist einfach ein Lumenband. Vielleicht habt ihr davon noch ein paar auf Lager. Dann habe ich hier grünes Washi-Tape, einfach schlicht grün. Und einen Papierstreifen in der Farbe, in der die Rose sein soll. Ich habe hier rosa und der ist 34 cm lang und ungefähr 1,5 cm breit. Als erstes umwickel ich den Schaschlikspieß komplett mit dem grünen Washi-Tape, damit das auch ein schöner Stiel wird für die Blume. So, der ist schon mal fertig und weiter geht's mit dem rosanen Papierstreifen. Ich fange hier an einer Seite an und knicke das Ganze einfach einmal so runter. Also einfach einmal gerade so runterknicken und ruhig so ein Stückchen Papier unten stehen lassen. Jetzt geht's hier weiter. Diese Seite knicke ich jetzt hier auch so runter. Und dann entsteht hier oben so eine Spitze. Jetzt kann ich mich so ein bisschen hier dran orientieren und knicke den Streifen hier wieder so zurück nach oben. Jetzt knicke ich das Ganze so rüber. Also auch einfach wieder so rüber knicken. Und diese Seite wird jetzt auch wieder hier so runtergeknickt. Ihr seht, jetzt habe ich schon zwei Spitzen und so geht es jetzt auch immer weiter. Ich knicke das Papier hier wieder hoch. Jetzt diese Seite muss jetzt hier so eine Gerade bilden, also eine Parallele. Und hier knicke ich das wieder runter. Wieder einmal gerade hochknicken. Einmal so rumknicken. Jetzt das hier so hinknicken. Und wieder nach oben knicken. Die Seite wieder so runterknicken. Die Seite so runterknicken. Und dann das Ganze wieder nach oben knicken. Wenn ich das immer so weitermache, dann habe ich irgendwann hier das Ende erreicht. Und bei mir sind jetzt hier 7 Spitzen. Und das werden jetzt auch meine schönen Blütenblätter. Ich nehme jetzt also als nächstes meinen Stiel von der Blume und lege den hier so an den Rand. Mit einem kleinen Streifchen Washi-Tape klebe ich das jetzt hier am Spieß fest. Und jetzt wickel ich das Ganze um diesen Spieß rum. Immer schön darauf achten, dass das auch so nah am Spieß dran ist. Und ich wickel weiter und weiter. Wenn ich es rumgewickelt habe, dann muss ich das gut festhalten und dann brauche ich das kleine Gummibändchen. Das halte ich mit einer Hand fest. Am besten holt man sich da auch einfach Hilfe zu und macht das zu zweit. Und dieses Gummiband, das wickle ich jetzt hier unten drum. Also so häufig wie es geht, jetzt hier einfach drum wickeln, damit die Rose schön fest ist.
So. Und jetzt nehme ich einfach nochmal wieder ein bisschen Klebeband und wickel hier unten nochmal wieder ein bisschen Klebeband drum, um so ein bisschen das Gummiband zu verstecken und um so einen schöneren Übergang zu schaffen. Und hier bei mir löst sich das auch so ein bisschen. Jetzt kann ich natürlich auch nochmal das Ganze hier ein bisschen an dem Stab festmachen, damit das nicht mehr verrutscht. Man kann die Blütenblätter auch noch so ein bisschen umknicken, gerade so die unteren, damit das Ganze noch ein bisschen breiter wird so. Und dann ist die Rose auch schon fertig. Mariposa hat jetzt schon 2 Blumen, man kann davon aber natürlich ganz viele machen, vielleicht einen ganzen Blumenstrauß, vielleicht eine ganze Blumenwiese. In verschiedenen Farben, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versucht es einfach nochmal. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Papier, vielleicht holt man sich ein bisschen Hilfe dazu, aber wenn es dann klappt und dann die Rose fertig ist, dann sieht es auch wirklich richtig schön aus, finde ich. Wenn ihr die nachmachen möchtet, schreibt es mal in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Schreibt mal, ob ihr so eine Blume gebrauchen könnt beim Spielen. Vielleicht mit Barbie oder mit anderen Figuren. Einfach alles unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!